Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Elektronenkonfiguration. An Vorkenntnissen solltet ihr Wissen über die Quantenzahlen, die Orbitale und den Atombau mitbringen. Mein Ziel ist es, euch Verständnis für die Darstellung der Elektronenkonfiguration zu vermitteln. Das Video habe ich in 5 Abschnitte unterteilt. Erstens Atombau und Quantenzahlen. Zweitens 3 Aufbauprinzipien. Drittens Beispiele für Energieniveau-Schemata. Viertens Elektronenkonfigurationen für die ersten 12 Elemente. Und fünftens Zusammenfassung. Erstens Atombau und Quantenzahlen. Ein Atom besteht zunächst mal aus einem Atomkern. Dieser Atomkern ist aus Protonen und Neutronen aufgebaut. Den Atomkern umgibt die Elektronenhülle. Sie ist im Verhältnis zu ersterem viel größer als hier dargestellt. Um die einzelnen Elektronen zu charakterisieren, ihre Energie und Position im Raum darzustellen, benutzt man die Quantenzahlen. Die Quantenzahlen gewähren die vollständige Beschreibung der Elektronenhülle. Die erste Quantenzahl n ist die Hauptquantenzahl. Sie gibt wichtige Informationen über die Energie eines Elektrons an. Die nächste Quantenzahl l ist die Nebenquantenzahl. Sie gibt an, um welche Orbitale es sich handelt, auf denen sich die entsprechenden Elektronen befinden. S, P, D, F und so weiter. M ist die Magnetquantenzahl. Für S-Orbitale besitzt sie keine Bedeutung. Ab P-Orbitalen gibt sie an, welche Ausrichtung das entsprechende Orbital im Raum besitzt. S ist die Spin-Quantenzahl, der sogenannte Spin. Die Spin-Quantenzahl gewährleistet, dass 2 Elektronen auf ein und demselben Orbital nicht identisch sind. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.